für jetzt. Ich hau hier alles rein, so. Wir haben die Highschool, oder oh, es wird witzig. Hä? Oh, weil, wissen Sie, was wir ich hab mein Handy so leise gemacht. Ja, ne, weißt du, was für dich zu Hause los ist? Die Kleine ist jetzt gerade bei dir zu Hause angekommen. Die ist durch den Monitor. Oh, der war. Aber Zock, also ich bin dafür, dass du demnächst dich bewirbst als Einsprecher für neue Sounds. Ja, du machst das richtig geil. Du hast das echt gut gemacht. Du musst nur mit dem Finger an den Rachen drücken. Oh Gott, oh Gott. Also ich bin gespannt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein richtig cooles Level-System reinbringen, wo du vielleicht auch Skills und so freischalten könntest, das wäre halt schon geil. Ich pass auf, der Demo gerade angekommen. Und wenn die irgendwann echt reinmachen, dass du hier... Alter, das ist gut und nicht, also das ist wirklich... Komm, das ist echt gut. Ich jetzt an. Das ist wirklich gut. Ich bin viermal drauf reingefallen. Was gut wäre, wenn der Geist dich irgendwann nochmal anspringen könnte. Und dich dann irgendwie so wegschubst oder die Treppe runter. Jumpscare, ja, das ist ja so bitter. Aber der schubst dich dann die Treppen runter. Noch mal ganz kurz. Hier sind ja alle Gegenstände, die es ja im Spiel gibt, ne? Also diese ganz große Schwarzlichtlampe gibt's nicht. Und die fetten Bücher dahin gibt's auch nicht. Ob da vielleicht wirklich was geplant ist nach dem Motto... Das große Update kommt ja noch, ne? Oder ist das gerade gekommen? Nee, das kommt noch. Da kommt dann Levelüberarbeitung, es gibt mehr Geld und alles. Aber mehr Geld, ja, ob die das vielleicht wirklich planen, dass man die ja noch austreiben kann? Weil das wäre halt echt geil, ne? Das würde noch fehlen. Ach, doch, da musst du die auf den Stuhl fesseln und dann dreht sich der Stuhlkopf über und steht dann auf einmal an der Decke. Du hast Dings geguckt, wie heißt Conjuring 2. Conjuring, ja. Ach gut, gute Filmreihe, sehr gute Filmreihe. Ich finde die richtig geil. Ja, die ist echt gut. Da, und dazu noch The Nun, schön Reihenfolge, The Nun gucken, dann Conjuring. Oh nee, The Nun war wieder ein bisschen zu doof, weil dann die Religion dann doch ein bisschen zu stark ist. Ja, das stimmt schon. Ist nicht so meins, wenn die Religion mit ins Spiel kommt. Ich fände ja auch immer noch cool, stell dir mal vor, die bringen hier irgendwann noch so Special-Geister rein, die direkt einen Namen haben. Ne? Also so wie Valak zum Beispiel aus der Filmreihe. So, das wäre cool. Aber das kostet was. Wenn die einfach sagen, da brauchst du bestimmt Lizenzen. Man kann froh sein, dass das nicht von Disney ist. Was weißt du, wie viel Geld die dafür aber kassieren wollen? Oder vielleicht denken sie sich so eigene Sachen einfach aus, so Namen. Aber dass manchmal, dass random die Chance besteht, dass du zum Beispiel einen Dämon jagst, der einen richtigen Namen hat. Nicht nur einfach so No-Name-Dämon. Heißt sie noch nicht Malak, sondern Wolok. Ja, irgendwie sowas, ne? Das wäre so gut. So. Weil ich auch gesehen die Aufnahme gestartet habe, habe ich jetzt mal gegönnt, ja. Ich habe hier einfach mal alles reingetan. Ich gönne euch dafür. Hallo YouTube, ich kenne euch nicht. Ach ja. Wir machen übrigens die Schule. Dass sie jetzt gerade noch. Ich finde es interessant, dass die auf YouTube jetzt noch Werbung machen für Harry Potter Blu-rays. Gibt es noch Leute, die auf Blu-ray was gucken? Ich muss dazu sagen, ich gucke noch auf DVD. Ja, gut, schön. Aber. Da ist man abgewürgt. Schön. So muss das sein. Also, ich gucke das meiste noch auf DVD, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur ein paar Blu-rays, ich habe noch nicht so wirklich viele. Das Blu-ray-Ding ist an mir vorbeigegangen irgendwie. So. Ich nehme das Brabbel-Ding, das und ich nehme eine Obkamera. Achso, dieser Kulissi-Dix, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Eine Taschenlampe, ein Infrarot-Ding. Können wir jetzt sehen, wie das aufgeht? Oh, das geht auch. Okay, ich gehe unten rechts. Hast du an das Stromding ab? Jetzt habe ich schon wieder ein Foto gemacht. Das geht ja wieder gut los. Ich nehme mal. Ich mach das Stromding oben rechts an. Ja, ich oben links. Ich weiß nicht, was ihr wollt von mir. Du gehst oben rechts, Zock. Das wollen wir von dir. Okay. Dann gehe ich oben rechts. Kannst du mit mir sprechen? Gib uns ein Zeichen. Ach, du hast das Ding auch. Ja, gut, dann. Ja. Kannst du mich wahrnehmen? Tür gehört? Das war ich. Ich bin davor gelaufen. Rede mit mir. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Sprich mit mir. Wo bist du? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Mach irgendwas. Red mit uns. Sei nicht schüchtern. Bist du in dem Raum? Wo bist du?
Ich habe noch keinerlei Soundausschläge irgendwo. Ich habe ihn, glaube ich, gerade gehört. Nee, kann das nicht wieder, war mit meinen Horrorgeräuschen. Alter, hör auf, das triggert mich voll. Ist Strom an? Nee, noch nicht, weil ich es verpeilt habe. Ich mach's gleich an. Rede mit uns. Also ja, gleich. Ist an. Ich möchte mal anmerken, ich habe hier ein Zimmer, wo der Mond richtig reinscheint mit dem Licht. Das sieht sehr creepy aus. Warum müssen wir eigentlich immer bei Nacht in solche gruseligen Häuser reingehen? What the fuck? Rede mit mir. Wo bist du? Ich habe unter 10 Grad in der Turnhalle. 4 Grad. Okay. Warte mal, ist der Strom sicher an? Ja. Ich habe überall 4 Grad. Rede mit mir. Bist du hier? Naja, also Strom ist an. Ja, habe ich auch gerade geprüft mit Licht. Habe ich angemacht. Rede mit mir. Bist du hier? Also unten rechts bleiben alle Türen eigentlich zu. Boah, hier in der Schule wäre das links genial. Sobald du Strom anhast, kann er auch die Schulglocke betätigen oder so. Alter. Rede mit mir. Bist du hier? So fliegende Bücher, die bei Ghostbusters in der Bibliothek. Sag etwas. Wo bist du? Ich fände es ja Fun Fact witzig, wenn auch mal einfach so random für ein paar Prozent passieren könnte, dass gar kein Geist da ist. Ich habe, glaube ich, was gehört. Das war ich. Ich teste gerade was. Ich glaube aber, wenn du den Geister nicht findest, dann suchst du da 10 Stunden und dann, ja. Ja, ist, dass du wirklich irgendwann sagen kannst, so, okay, du findest wirklich gar nichts, keine Hinweise, keine Gedanken, also, ne, also Ansätze, wo du sagst, so, da ist er, dass du dann wirklich sagst, okay, kannst jetzt aufhören, da ist einfach keiner. Wäre vielleicht auch ganz cool. Also das Problem ist, ich habe auf den Fluren generell immer unter 10 Grad. Das wäre scheiße, wenn es das wäre. Wenn auf dem Flur ist, wäre es scheiße. Hab einen Knochen gefunden. Rede mit mir, wo bist du? Sagt das Parabolmikrofon nichts? Das Parabolmikrofon sagt nichts, null, nada. Also die ganze rechte Seite ist ruhig. Ich habe hier oben 3,5er Aufschlag die ganze Zeit. 6,2er. Wo denn? Oben in dieser, wenn du die Treppe hochgehst, in dieser Mini-Halle da. Aber auf der rechten Seite. Okay. Ist das die Halle? Ist das nicht das die Kapelle? Oh ne, nicht in die Kapelle. Oh ne, das ist, glaube ich, die Kapelle. Da, wo du eben warst, Zocker? Wenn du die Treppe hochgehst und die rechte Treppe hochgehst und dann wieder nach rechts gehst, kommt da dann erstmal so ein große Zwischenraum, so eine Art Pausenhalle. Davon gibt es halt zwei in der oberen Etage. Aber das ist von der rechten Seite. Bist du hier? Rede mit mir. Gib mir ein Zeichen. Wir verlieren sehr schnell Sanity. Das Licht sieht ja widerlich aus. Meine Fresse. Bist du hier? Rede mit mir. Sag etwas. Hallo? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Ja, mal gut. Wo ist die Kapelle eigentlich? Oben oder unten? Oben, in der Mitte. Also ich bin jetzt oben. Ich gehe rechts oder nochmal rechts?
Also ich bin jetzt da links unten schon fast komplett durch. Hier ist nichts. Keine Sounds, kein nichts. Hier ist komplett ruhig. Bist du hier? Rede mit mir. Also ich tippe auch auf oben. Ich habe mal ein bisschen Licht angemacht wegen Sanity. Bewegungssensor war ich gerade. Okay, vorbei. Irgendwo oben, oder? Oben Mitte? Also, sie hatte mich einmal verlassen, das war oben. Die ist gerade oben an dieser komischen Halle da. Was, also die angebliche Köln, die Aula ist das. Also ich hatte, also untenrum war nichts. Also es wird oben sein. Also oben rechts an der Treppe hatte sie mich fast. Sie war ganz dicht hinter mir. Oben links habe ich eigentlich alle Räume einmal durch mit EMF. Ich nehme mal Sanity. Wie ist denn die Sanity? Ihr müsst Sanity nehmen. Indie und Zorg, bitte. Das ist oben. Ja, oben der Raum hier unten, gehe ich von aus, ne? Das ist die. Das ist natürlich schwer zu sagen. Wenn das der hier. Wenn der das ist, ist es die Kapelle. Das ist die Kapelle. Was meinst du mit Kapelle? Das große Ding hier unten? Das hier, ja, das ist die Kapelle. Also wir waren zu dritt da drin, als die Jagd begonnen hat. Da war der Geist nicht. Ich bin dann nach rechts gelaufen zur Treppe und da war er dann plötzlich dicht hinter mir. Ist er rechts? Und ich habe ihn über die Treppe abgehängt. Also ich war links unten. Ich kann nur sagen, wo er begegnet ist. Okay, ja. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich war links unten, da war nichts. Ich habe erst gegen Ende habe ich ihn kurz gehört. Also in der Kapelle glaube ich nicht. Da waren wir alle drei. Ich glaube in der Aula, der ist auf jeden Fall auf der zweiten Etage. Ist ja gerade an der Aula vorbeigeflogen. Ich denke an irgendwie Räume rechts davon oder so. Ein Raum war auch so komisch halb die Tür auf. Ich weiß nicht, ob das einer von euch war. Also ich war nicht oben. Ja, dann mache ich die Tür ganz auf. Ich habe keine Fingerabdrücke da gesehen. Dann lasst mal die drei Räume neben der Aula checken, oder? Also neben der Kapelle hier oben. Das da. Ja, die Frage ist, womit ich denn, was ich da noch mitnehmen soll. Also ich werde einfach mal eine Urb-Kamera nehmen und die provisorisch da reinsetzen in so einen Raum. Die Frage ist, in welchen? Soll ich mal so ein Teil in die Kapelle reinsetzen oder lieber in die Nebenräume? Also, nee, da waren wir ja drin. Da ist sie nicht. Also, Kapelle ist sie nicht. Dann ist sie irgendein Nebenraum. Also, da sie mir rechts entgegenkam, wird es wohl irgendwas rechts entgegenkam? Dann, von wo kam sie dir entgegen? Du warst bei der Treppe rechts. Also, ich bin aus der Kapelle rausgerannt, rechts zur Treppe. Und rechts bei der Treppe ist sie mir dann plötzlich sehr nahe gekommen. Also, von wo? Da rechts also, jetzt so sein. Auf der ganzen rechten Seite irgendwo kann sie sein, quasi. Ich weiß nicht. Also ich habe links oben habe ich alles mit EMF abgecheckt, aber nichts. Ich denke rechts auch oben rechts war ich noch nicht. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt auf rechts oben. Ich nehme die Orb-Kamera mit. Gucken. Ich filme euch. Ihr werdet live, wenn wir was finden. Das ist der Beweis. Wir sind diese Paranormal Activity, Leute, ja. Die Serie nochmal? Ja. Paranormal Activity.
live für Sie aus der verlassenen Schule. Werden wir heute etwas finden? Diese Fragen und mehr beantworten wir Ihnen. Ich bin gefallen und ist gestorben. Nach Mobbing. Jetzt sucht sie die Schule, der sie gemobbt wurde, heim. Oh Gott. Also irgendwo hier. Ja, wie war es, sich als Nonne zu verkleiden? Ich stell mal die Kamera kurz hier auf. Ich hab das Parabolding noch hier, dabei. Den Flur ist sie lang geflattert. Wo bist du? Da ist was umgeschmissen worden. Ich hab irgendwas gehört. Hier. Hier ist 11. Irgendwo hier. Hier kann aber nichts umgeschmissen werden. Hallo? Hier sind die Toiletten. Hier ist eine zu Tür. Lager? Hier. Nee. Ich hatte gerade. Hier. Irgendwo. Hier 11. 3. 10. Hier. 4 Grad. Hier. Es ist, glaube ich, hier. Kannst du mit mir reden? Bist du hier? Gib 8, uns ein Zeichen. 8,5, ja, die. Oh! Ja, die hat mich angehaucht, volle Kanne, ich hatte 16. Wo bist du? Sie ist hier. Ich hol die Obkamera. Wie alt bist du? Bist du hier? Wenn die natürlich schüchtern ist, wird die garantiert nicht reden, wenn wir da zu viert drinnen hocken. Hallo? Achso. Und ich sehe mich mal elegant. Was? Wie alt bist du? Was? Ich hab nichts gesagt. Ich schmeiß die Obkamera hier rein. Hier das eine Buch hat sie umgeschmissen. Oh, da war wieder ein Hauchen. Die ist draußen. Das war von draußen jetzt aber, oder? Wie das kommt jetzt durch den Flur. Wo ist denn jetzt mein Quatschi-Teil? Hier. Sag etwas. Wie? Nicht die Tür zu machen. Ja, das nicht ist eine alte Oma. Hallo. Auch nicht. Jetzt kannst du es machen. Der Club ist weg. Das ist eine alte Oma. Ich habe die genau gesehen. Alter. Flo? Ja. Okay. Okay, es war wohl die Lehrerin, die gemobbt wurde. Anscheinend. Okay. Puh. Nein, meine Taschenlampe. Okay. Sieht so auf. Hast du sie wieder? Ja. Brauchst du Hilfe? Okay. Nee, alles gut. Okay, ich. Das ist nicht sowas. Was passiert? Ich hab die Taschenlampe fallen lassen. Oh, draußen, ey. Oh. Ich sehe ein Orb. Ein Orb? Nice. Erster Hinweis. Wo ist der Orb? Oh, da ist ein Orb. Ein orbiger Orb. Was ist die Mehrzahl von einem Orb? Orbsisse. Ich schmeiß mal ein Buch da rein und Dots. Oder brauchen wir noch Dots? Kann das überhaupt noch sein, Dots? Ein Orb-Dots? Wir haben ja nichts. Na, ja, Orbs. Wir haben nur die Orbs. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Kombi mit Dots und Orbs gibt, weil Dots halt noch so neu ist. Weiß nicht. Wahrscheinlich wird es eine Kombi geben. Die haben auch teilweise getauscht, weil ja. Banshee hat ja auch Dots, glaube ich, und die ist ja älter. Also ich nehme einen Dots mit und ein Buch. Ich nehme ein Kreuz mit. Aber wir sollten uns jetzt immer ready machen, weil Indy hat 15%, ich habe 30, Zock 22, Blub hat 60. Wow. Also. Dann müssen wir uns hier beschützen.
Wer hat die Kreuze? Okay. Zock hat die Kreuze. Oder? Ja. Soll ich gleich einen Text des Exorzismus auflesen? Ja, kannst du gleich machen, wenn du im Raum bist. Kannst du los philosophieren. Da haust du dir so ein paar Phraseln an den Kopf und dann... Machst du dir jetzt gerade echt was auf? Es gibt sowas hier, so ein richtiger Google Docs Dokument. Kannst, gönn dir. Zieh durch. Ist EMF drin? Schon? Ich hab keins. Ja, hab ich ihn geschützt. EMF liegt da irgendwo. Ich werde das Dots-Ding so hinsetzen, dass man es in der Cam sieht. Mit dem Buch allerdings nicht so gut funktionieren. Wenn Zocker gleich so einen Exorzismus durchzieht. Dass dem Geist so gefällt. So, der Schauspieler muss sich jetzt erstmal seinen Text einfangen. Ich glaube nicht, dass das dem Geist gefällt. Meine Taschenlampe ist weggepackt. Hilfe! Komm hier rein. Keine Taschenlampe mehr. Komm zur Tür, lass die anderen ziehen. Komm zu mir. Halt dich, mach mal ein paar hübsche Tänzchen. Ach, mein Gott, ich kann doch ein bisschen Exorzismus alles machen. Ich kann nicht beten. Gut, natürlich. Mach ich nicht. Hallo, geil. Komm mal hier ins Fenster hier. Ja. Oder? Was? Mach mehr und der Geist soll zu mir kommen. Geist, ich bin draußen. Uhu. Komm, ich hab die Hafer für dich. So einen leckeren Knochen hast du noch nie gesehen. Okay. Ja, Tani, du musst mir jetzt leuchten. Ich dachte, ich hätte mein UV-Licht weggeworfen, das war aber meine Taschenlampe. Das hat hier zum gelaufen. Scheiße, komm mit. Folge mir. Ja, das gleiche ist mir gerade auch passiert. Was habt ihr gemacht? Wieder Licht weg? Nee. Wir haben die Taschenlampe weggeschmissen. Ich hab das weggeworfen, weil wir dachten, für die UV-Lichter. Wo ist das Kreuz? Wer hat das Kreuz? Ich bin in den Raum rein. Ich hab das Kreuz hingeschmissen und mich direkt vorgestellt. Also das Kreuz war ja zwischen mir und Tür. Warum leuchtet das? Das Kreuz glüht? Oh Gott, das Kreuz ist kaputt. Das Kreuz glüht? Kaputt. Ich seh's. Warum glüht das? Wenn er jagen will. Das ist kaputt. Sie will sie gleich jagen. Sie jagt gleich wieder. Aber wir haben noch ein Kreuz, oder? Haben wir noch ein zweites Kreuz? Ja, das habe ich jetzt in die Tür geschmissen. Lol, das geht jetzt richtig kaputt. Ach du Scheiße. Schreib ins Buch. Das Menschengeschlecht ist. Reinige diesen Ort. Habt ihr die grünen Dinger da hingeschmissen? Ich hab eins hingeschmissen, ja. Eins hab ich reingeschmissen. Okay. Tür. Rettung. Geh nicht zu. Weh, du gehst zu. Weh, du gehst zu. Nein, ich bin langsam. Schein gehabt. Export. Immer diesen Moment, wenn du Cooldown hast und nicht rennen kannst und die Tür mal näher kommt und du schnippst wieder raus, aber kannst es nicht. Tut deine Hand nicht langsam weh. Mit diesem glühenden Kreuz. Ich kann das nicht mehr loslassen. Das sieht ein bisschen ungesund aus. Das ist jetzt fest gebrannt. Das ist aber cool, dass man es so sieht, wenn das wirklich verbraucht ist. Das ist ein Hügel. Da ist ein Hügel. Ich denke gerade, wo? Ich möchte. Oh nein, wir haben keine Kreuze mehr. Tja, ne? Exorzismus. Aber die Kreuze sind weg. Also, ich werde noch so. Das funktioniert bestimmt. Da liegt so ein Teil. Das bestimmt noch. Haben wir hier Weihwasser oder sowas? Ja, es ist Dots. Es ist Dots. Definitiv. Okay, Banshee, Yurei oder Yokai? Ich muss mal kurz die Zimmertüte machen, bevor gleich der Dämon noch das ganze Haus bewohnt. Zorg, kann ich mal das Kreuz sehen? Kannst du mir das hinwerfen? Ich will es mal angucken. Alter, wie das aussieht. Das ist wirklich richtig weggeschmolzen. Okay, das ist cool. Okay, so, Dots haben wir. Da, hier, das Kreuz. Oh, dankeschön. Alter, fehlt ja echt ein Stück. Bitteschön. Okay, das heißt, hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Ich fotografiere das mal, das sieht irgendwie cool aus. Ich gebe das ja Punkte. Ich kann im Van nicht fotografieren. Das ist eine Universität, die diese Dokumente eingestellt hat. Ich bin unschuldig, ich habe sowas nie gemacht. Okay, was kann es noch sein? Für den Exorzismus auch drauf sein. Die Box, Fingerabdrücke oder Gefriertemperatur. Das wird ja witzig. Ist das Kreuz einfach kaputt?
Das heißt, wir müssen mit UV-Licht. Ich gehe raus, in der Schule ist ja doof, ne? Weil, ich habe ein UV-Licht. Ach, das ist schon, die ist gerade schon wieder da lang geömmelt. UV-Licht habe ich. Die kann durch Wände laufen. Das ist echt. Ich kann UV-Licht versuchen, schnell die Fenster abzuchecken und die Tür. Also Gefriertemperatur. Hat er das denn gefixt? Ausschließen. Was hat er gefixt? Irgendwann habe ich mal gelesen, in der Schule funktionieren die Fenster nicht. Ach so, dann gucke ich die Tür an. Er geht ja durch die Tür. Also ich check Fingerabdrücke, was checkt ihr dann noch jetzt? Box? Ist ja riskant, ne? Also, wenn ich was schicken soll, muss ich den Schutz bei der Jagd werfen. Ach so. Wir haben ja noch zwei, wir haben ja Box und EMF ist noch oben, dann mach ich die Räucherstäbchen direkt und schnapp mir die anderen beiden Sachen. Und blub, ich kann auch Box machen, ihr müsst bloß mich protecten. Kann ich auch machen, kein Problem. Ich mache beide. Also, ja, ich tippe so ein bisschen auf Fingerabdrücke, weil ich war halt die ganze Zeit eben in dem Raum und da war halt nichts mit reden, aber der war halt direkt neben mir. Oder wir können das nochmal checken. Oder Zock, willst du Fingerabdrücke gucken und ich guck Box nochmal? Dann tue ich dir das UV-Ding hierher schmeißen. Dann mache ich Box. Hat jemand eine Fotokamera? Habe ich, hier oben ist eine noch. Ich habe jetzt alle Hände voll. Okay. Wollen wir nochmal rein? Wer hat denn den Schutz dabei? Ich glaube, oben liegt auch noch ein Thermometer vielleicht. Bitte, was hat? Nee, scheiße, es liegt hier unten. Wer sorgt für Schutz jetzt? Also ich habe ja, Räucherstäbchen für die Kreuz Jagd. Kannst du ja nicht so viel reißen, ne? Ich habe auch Räucherstäbchen. Okay, also zwei natürlich für Schutz. Ein Kruzifix. Okay, zwei für ja, Schutz halbe Ding da. Und wir checken das letzte durch. Okay, krieg mal hin. We're gonna call Ghostbusters. Ich mag das Lied. Njong. Mario Kart. Die Kurve rum. Hola. Kannst du mich hören? Wo bist du? Hola. Lol, der Strom ist aus. Mhm. Oh. Wo du bist du? Hallo, bist du hier? Kannst du uns hören? Kruzifix. Wo bist du? Raus. Hallo? Bist du hier? Rede mit mir. Wo sag bist du? Hallöchen. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Ich gehe immer durch. Wie alt bist du? Fingerabdrücke. Ja, Fingerabdrücke? Nice. Ja, dann haben wir alles. Abgang. Okay, Abmarsch. Löse, heilige Vater, das seufzende Flimmern in der Kirche. Lass dich zu, dass dein Sohn vom Vater ja, das jetzt echt besessen wird. Amen. So, lass das. Der rauszieht. Mach ihn noch wütender, als er überraschend ist. Wo ist Indy? Ja, Indy ist eh ganz Sinn. Ich hab ihn zuerst aufgefressen. Wo ist Indy? Oh Gott. Indy da. Ich hab meine Räucherstäbchen jetzt mal eben schnell abgefackelt. Okay. Tür ist noch offen. Will das Kreuzchen noch glühen? Das ist kaputt, oder? Das ist kaputt, das verbraucht, denke ich auch. Was, das Kreuz? Ja. Das geht nicht mehr. Aber. Ja, das kannst du weglegen, das. Ach, ich so. Das ist ein Andenken daran. Fingerabdrücke, dass eine Banshee. An einem Ding rumgenagt hat. Eine Banshee. Wo waren denn die Fingerabdrücke? An der Tür. An der Tür oder am Fenster? Mhm. Tür, glaube ich, oder Zock? Das ist echt nicht in der Schule, das wäre aber assi. Bitte? Ja, an der Tür. Das ist schon lange her, dass ich das mal gelesen habe. Aber ganz am Anfang. Machen wir da mal Schwierigkeiten, weil die nur am Lichtschalter und an der Tür funktionieren. Okay, habt ihr ja, das 4%, alle? Ich glaube, das Alter, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Jo, meine Räucherstäbchen haben auch noch. Du kannst Luftmalerei damit machen. Ich glaube, der Klappstuhl wurde ausgebaut. Habt ihr alle eingetragen? Eine Banshee? Ja. Habt ihr eingetragen? Ja. Zock, hast du es eingetragen? Ah, perfekt. Ja. Gut. Hm. Vorbildliche Geisterjäger. Ich hab übrigens Geist aber auf meiner Schulter sitzen, den spüre ihn. Also okay. Ja. Auf der anderen Seite sitzt der Heilige Geist, ja? Ja. Oh Gott. Eine Banshee. 180 ist aber schon echt viel eigentlich, ne?
Komm, ich gönn noch mal einmal alles. Komm, ich gönn einfach noch mal. Fürs Asylum gönn ich noch mal alles. Oh Gott, ich werde so sterben. Ach du Jemine, dann mach die Tür lieber auf. Oh Gott. Ich hab noch irgendwie $23,000, also passt schon. Das wird nicht gut gehen. Das wird so nicht gut gehen. Das Asylum haben wir lange nicht gemacht und lange nicht geschafft. Ja. Wie geht's euch denn eigentlich so? Alles okay bei euch so? Geht's euch gut? Ja, geht's euch gut. Ich habe ein Licht. Ich nehme wieder das Brabbelding. Wo ich mir den Weg mitten kann, ey. Wo geht wer jeder hin? Wir das also ich nehme das Parabol-Ding mit. Ich nehme auch mal so ein Ding mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt gehen soll. Und ich nehme eine Orbcam mit für den Fall der Fälle. Ich gehe nach rechts oben. Ich bleibe hier rechts oben quasi. Dann machst du den Strom an. Wo ist denn der? Ich. Okay, der ist da drinnen. Ja, kann ich anmachen. Ich mache einen Strom an. Ich mach jetzt unten. Was soll ich denn sonst noch mitnehmen? Ich habe jetzt nur Thermometer und ja, Taschenlampe. Also ich nehme mit und platziere mal einen Bewegungssensor hier so. Die Box oder so. Vielleicht redet er mit dir unterwegs oder so, weiß nicht. Ja, da habe ich wohl nichts, mit dem ich mich unterhalten kann. Oh, wow. Dann bin ich nicht so alleine. Aber vielleicht, warte mal, ich habe EMF und dieses Parabol-Ding. Vielleicht kann Zocker dann eher das EMF nehmen. Ich glaube, EMF schlägt eher aus als die Box, ne? Mhm. Mal tauschen, mal kurz. Ich hatte gerade einen 5,0 Ausschlag schon. Das war wahrscheinlich die Tür. Hey. Oder so. Mhm. Direkt unten, da wollen wir mal, ne? Tschüss. So. Viel Glück. Achso. Ich habe eine Tür gehört. Klinge ich nach. Ich habe eine Tür gehört, hier war irgendwo eine 10 auch. Irgendwo ist was. Rede mit mir, wo bist du? Türen am besten nicht auflassen. Stimmt. War ich. Irgendwo müssen Türstücke auf sein gerade. Ich lass mal nur die großen Haupttüren auf. Ja, ich guck gerade mal hier oben. Gib uns ein Zeichen. Öffne eine Tür. Ja, hier ist was. Ja. Hier ist eine Tür auf. Deiner Lagerraum. Aber ich habe hier keinen Ausschlag auf dem Dings. Auf dem Parabolmikrofon habe ich keinen Ausschlag. Das war auf jeden Fall er. Ich komme mit dem MF. Jetzt 8,5. Rede mit mir. Bist du hier? Sag etwas. Kannst du mich hören? Rede mit mir. Mach mal hier ein bisschen Party mit dem MF. Ja, hier links. Hier, links. Ne? Ja. Haha! Ach, scheiß Piepsen. Ja, 12. Das ist die Mitte 4. Frech. Ist ein EMF? EMF 2. Rede mit mir. Sag etwas. Oh. 0 Grad, wir haben 0 Grad. Gefriertemperaturen. Ja. Und der Typ hat auch keine Auszahl. Er hat wieder irgendwas geredet gerade. Nee, das war ich mit meinem Rennen. Mit diesem aus der Puste sein. Nee, da war. Ich sehe Orbs durch das Ding hier. Was ist echt cool denn gemacht? Lol, er hat Wasser angemacht. Irgendwo läuft Wasser. Ja, hier, Nebenraum. Hat jemand eine Kamera? Steht schon eine drin, also nein, Foto? Nee, Foto habe ich nicht. Dann machen wir mal was. Sag doch mal was. Also wir haben Orbs und Gefriertemperatur. Das geht überraschend schnell gerade. Ich bin begeistert. Ich bin das nicht gewohnt vom Asylum. Tag. Hola.
Ich räusche schon mal den Geist. Sieht creepy aus. Guck dir das mal an, ey. Was denn? Oh Gott. Hä? Hä? Wieso hat er das Ding jetzt weggemacht? Kann es das nicht mehr sein, oder? Hat jemand das Dots-Ding weggemacht? Ich hab's rübergelegt. Das kann's noch sein, das wäre ein Jura. Meinst du, der ist in dem einen Raum? Ja, da sind die Obst drinne. In der Abstellkammer sind die Obst drin. Ich geh mal rein. Wo komme ich am schnellsten dahin? Hier lang? Dort. Okay. Dann haben wir alles, oder? Jo. Ich räusche noch kurz den Raum aus. EOTF-Projektor. Ausgeräuchert. Und ab. Ah, kann ich. Kann ich rückwärts in der Hocke rennen, ja. Tja, Asylum, voll auf easy, ne? Also gar kein Problem für uns. Profigeisterjäger und so. Also dort. Ja, meine Kamera ist leer. Ich kann hier drin gar keine Fotos mehr machen, was ist das denn? Ich dachte, mein Akku ist leer, aber scheint wohl. Geisterort war es und es war Gefriertemperaturen, ne? Ein Jurai. Ja. Alle eingetragen? Jurai, ja. Ja. Zock, auch eingetragen? Jo. Perfekt. Guckt mal, wir sind die Profis. Ach, voll easy. Ja, die Ghostbusters können einfach. Das im Asylum. Ja. Also, ganz ehrlich, ne? Also ganz ehrlich, wir brauchen krassere Maps. Also $255 auf easy. Die brauchen eine ganze Fabrik voll mit Geistern, so eine Mine oder so. Ja. Komm, weißt du was? Hier, ich gönn nochmal einmal alles. So. Nochmal Asylum, weil wir es können. Das ist gar keine Herausforderung mehr für uns. Was isst du? Das Ding. Was schnurbst du da? Salzstangen. Ich will noch nom 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 nom. Episch. Lecker in den Mund. Zock, bist du ready oder bist du nicht ready? Ach, herrje. Also komm mit. So. Okay, ich nehme wieder das einmal Taschenlampe und einmal Orb-Kamera. Ich gehe wieder rechts oben. Also, dann gehe ich wieder links. Gib uns ein Zeichen. Rede mit mir. Wo bist du? Ich gehe mal nach unten links und guck mal, ob ich das Stromding auch finde. Ja. Sag etwas. Wo bist du? Okay, ich hab keinen Plan, wie es da unten links geht, Hammer. Dort, wo du langläufst? Immer an der Wand entlang? Also links die Wand, so. Immer an der Wand entlang. Dann kommst du, irgendwann biegst du nach links nochmal ab und dann kommst du an die Treppe. Rede mit mir. Bist du hier? Wo bist du? Öffne eine Tür. Gib uns ein Zeichen. Oh, das könnte schwerer werden. Es gibt. Da war eine Tür. Gib mir ein Zeichen. Ich habe hier unten vielleicht was. Okay. Wo bist du? Ja, wo war hier jetzt das Stromteil? Sag etwas, rede mit mir. Wo bist du? Öffne etwas, bewege etwas. Ganz klein Ausschlag hatte ich gerade hier. Ja, ich auch, weil ich hier Strom angemacht habe und Tür. Ich glaube, das war ich. Nee, andere Richtung. Gib uns ein Zeichen.
Er ist hier unten, er redet mit mir. Okay. Auf dem Weg. Hast du das Parabolmikrofon oder die Box? Er redet durch das Parabolmikrofon mit mir, er läuft hier irgendwie rum. Da kann er aber auch von weiter weg mit dir reden. Du musst nur in die richtige Richtung gucken. Ja, aber ich muss ihn angucken, also ist er ja hier. Ja, nee, wenn er in der Richtung ist, wo du hinguckst. Also so wie ich das verstanden habe, muss man ihn angucken damit. Ja, ja, aber der muss ja nicht unbedingt genau bei dir stehen. Ja, okay. Der ist hier 9,2. Dann passt das. Unterwegs. Ja, jetzt hinter mir die Tür zu. Ich bin hier in den Raum reingegangen, direkt neben der Treppe. Er macht die Tür zu und fängt an zu singen. Links unten? Also linke Treppe? Oder welche Treppe? Hier ist irgendwo bei mir, irgendwo linke Treppe. Unterwegs. Ich habe eine Orbcam dabei. Scheiße, wo bin ich hier? Bin ich hier richtig? Das ist der Raum neben der Treppe direkt. Sag etwas. Müsste da unten sein. Rede mit mir. Sag, ich guck mal hier nebenan noch. Nicht du, Zock. Hier ist die Tür auf, war das einfach von euch? Unten habe ich noch keine Tür aufgemacht. Außer die eine jetzt, wo wir sind. Ich habe hier drin Gefriertemperatur, glaube ich. Gib mir ein Zeichen. Ja, hier in dem Raum habe ich jetzt Gefriertemperatur drin. Hier ist auch Gefriertemperatur drin. Hier geht eine Tür, hier im Flur ist eine Tür. Hier ist eine Tür gerade. Hier ist eine Tür gerade aufgegangen. Der läuft hier übelst. Okay, was hat denn für ein Wanderschasses Ding, ey? Gib mir ein Zeichen. Der Raum ist es, denkt ihr? Rede mit mir, sag etwas. Keine Ahnung, der macht hier alle auf gerade. Sag etwas. Okay, dann. Er redet mit mir. Ist mal auch wild. Will der bald hin? Ich setz eine Orbcam rein. Hier ein Zeichen. Orbcam ist im Raum. Der ist aber jetzt dabei sehr aktiv, du. Mhm. Links, rechts, oben, unten. Das glaubst nur du. Das ist die linke Treppe, ne? Wir müssen wieder so. Naja, wir müssen jetzt hier rum einfach. Laufen. Naja. Zu so einer Kurve laufen jetzt. Hier rum. Kriegst du wieder Angst? Ja, hör mir auf, das ist echt übel. Du kannst das. Ich komm irgendwann komme ich zu dir nachts ans Fenster und mach das Geräusch. Ja. Ich schmeiße ein Plüschtier nach dir. Das ist ein gefährliches Plüschtier, musst du aufpassen. Bei meinen Muckis in den Arm fliege ich bis nach Bethlehem. So. Obkamera ist drinne. Ja, das ist er. Die Dots sieht aber man auch. Aber das grüne Teil ist wieder aus, oder? Nee, das ist an. Links hast du so die Punkte an der Wand. Ach da, ja. Wenn ihr natürlich rechts... Wenn ihr natürlich rechts... Radfuss, rechts unten. Wenn die rechts unten natürlich gestorben ist, dann... Ich kann noch eine Obkamera reinsetzen, zur Not. Ich schmeiß noch ein Buch rein, okay? Ich schmeiß ein Buch rein und bring noch eine Obcam rein. Ist das der Raum? Also er hat ja drei Räume aufgemacht. Das ist der Raum, wo du mit Gefriertemperatur hattest. Also Gefriertemperatur haben wir schon, ja. Ne? Okay. Da, ich habe gesehen. Dots? Okay. Was kann es noch sein? Achso, um Gefriertemperatur. Jurei oder Oni? Oder Orbs. Was kann es noch sein? Fingerdrücke und? Vielleicht noch? EMF und Orbs. Dann lasse ich das Buch hier und bringe nochmal eine Obcam rein. EMF ist noch drin, ne? Ja. EMF habe ich reingeschmissen. Ich schmeiße mal Salz mit rein. Ich nehme mal wieder so ein tolles Kreuz. Ich nehme einmal Pillen wegen den Prozent. Das ist ja so creepy, what the fuck. Also wir können so eine Challenge machen. Das Spiel nur zu spielen mit diesen Camps und durch diese Camps zu gucken.
Ja, ist ja noch harmloser. Ich finde das viel besser, wenn man durch die Camps guckt, anstatt wenn man durch die Dings guckt. Also durch diese Camps zu gucken, ist richtig schlimm hier. Wenn du so rumläufst, dann hast die so, guckst da so durch. Und darfst aber kein Licht an. Direkt vor der Cam und das Gesicht kommt direkt reingeflogen. Ja, Alter, das ist so übel. Oh, das ist so richtig unheimlich. Wenn du keine Taschenlampe anhast und hast nur diese Cam. Es ist einerseits natürlich ziemlich mächtig, aber es ist halt auch. Also ich verlaufe. Nee, hier ist das Licht an. Hier unten ist überall das Licht an. Das sieht da schon creepy. Heiliger Vater, reinige diesen Ort. Und guck, dass hier jemand gebissen wird oder so. Zweite Obkamera steht drin. Machen wir dieses Tots da irgendwie weg. Das hell, das Tots da. Ist das denn? Das ist der Raum. Aber die Orbs siehst du auch dadurch jetzt, durch die Kamera? Ja. Also ja, aber sind halt schwer zu sehen. Ich habe noch eine Cam reingesetzt, also wir können zur Not auch aus dem LKW gucken. Das Licht ausmachen, ne? Dann musst du die sehen. Wo ist denn hier das zum Licht ausmachen? Wo ist denn der Lichtschalter? Ah. Hab ausgemacht. Wo ist denn der Raum überhaupt ist? Ich halte mal den anderen Raum rein. Wir gucken mal aus dem LKW. Also dem Dotzahl nach ist es ja der Raum, da war ja der Geist drin. Er ist gerade hier durchs Salz gelaufen. Perfekt. Wir haben noch eine Nebenaufgabe mit Bewegungssensor. Den habe ich schon platziert. Ah, super. Salz hat funktioniert, Bewegungssensor auch. Perfekt. Aber wir können die Kamera noch umschalten, ne? Das ist jetzt immer noch die. Das ist die, die habe ich noch hingesetzt. Ich glaube, Obst ist nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, aber. Also, Obst sind es, glaube ich, nicht. Da hinten in der Ecke, aber. Muss das hier sein? Hm. Nee, ich glaube, die sind es nicht. Was konnte es noch sein? Das Orb-Ding und? EMF. EMF glaube ich. Ich würde auch eher auf EMF tippen. Das wäre ein Uni. Ein Halbdämon. Ja, weiß nicht. Ja. Er ist ziemlich aktiv. Er macht alles auf. Also ich habe jetzt die drei Räume mal abgeguckt. Ich habe da jetzt keine Orbs gesehen. EMF hatte ich auch noch zwei. EMF hatte ich gar nicht. Also es ist kein EMF mehr hier, liegen alle drin, nehme ich an, ne? Ich habe gerade versucht, eins vor die Cam zu platzieren, aber weiß nicht, ob es funktioniert hat. Diese Cam ist interessant. Da blinkt doch was in der Ecke, was blinkt da bitte? Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen über dem Topf oder was das ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Störung. Na, die Linie. Also Obst sind es nicht. Wenn es der Raum ist, sind es keine Obst. Glaube ich nicht. Also die hängen an der Decke wieder. So richtig doof. Ich dachte jetzt, also ich habe da zwar auf dem Boden platziert, weil ich dachte, die können so ein bisschen höher gucken. Soll ich mal eine aufs Stativ setzen und da draußen für den Raum hinpacken? Dass wir an die Decke gucken können? Tja, kann man machen. Ich weiß, ich denke, es EMF ist. Also ich hab halt. Und, ich stand da halt 5 Minuten und hab diesen Raum angeguckt, da war nichts. Ich tippe auf EMF. Das würde mehr Sinn machen. Das ist eigentlich was wir da nicht kontrollieren konnten gerade.
Also ich war drin mit EMF, da hatte ich halt auch nichts, aber vielleicht war der doch gerade wieder woanders. Liegt das EMF noch drin? Also eins liegt da eigentlich direkt vor der Cam. Ja. Aber irgendwie sieht man das hier nicht, oder? Was lachst du? Das sah gerade so aus, als wenn Blub mit dem Kopf auf die Tastatur haut, um die Kamera umzuschalten. Ich gönn mir mal ein paar Pillen. Ich guck mal mit dem EMF. Ja, Doc sollte auch Pillen nehmen. Ach, gute Laune, perfekt. Ich guck nur mal wegen EMF, ich nehme auch einen Kruzifix mit. Wird schon schief gehen. Karma. Das kriegst du wieder richtig zurück. Das hast du jetzt verdient. Ich war gerade abgelenkt. Verdient. Das kriegst du sowas von zurück. Da fliegst du vom Stuhl, das sag ich dir. Wehe, du hast es verdient. Das war dein Karma. War nicht vorhandenes. Schon kein existentes Karma mehr, ja. So, wo ist das EMF? Dort liegt es doch. Nee, hä? Wo ist das EMF? Hier. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Der Geist hat gerade gesagt, alle Zuschauer des Videos sollen einen Daumen hoch geben auf YouTube. Oh, ist das billig. Oh, ist der billig. EMF5, ich hab EMF5, Ein Abo da lassen. EMF5? Und auf Facebook abonnieren. Der war nö. Es war viel zu vorherzusehen gerade. Ich hoffe, du fällst die Treppe runter. Oh wow, okay, das ist gemein. Zock hat gesagt, ich soll die Treppe runterfallen. Der wünscht mir nur Schlechtes. Opfer Job hat mich immer. Okay, Geist frisst Zock. Ich bin vor klappt dir. Nicht, es klappt nicht. Ja, es wäre egal, wenn das funktioniert, frisst er dich trotzdem. Es geht leider nicht bis 80%. Ja, das wird doch nicht passieren, siehst du? Ich opfer nämlich niemanden, ja, das ist der Beweis. Nein, du nicht. Nein, würde ich nie tun. Du bist bestimmt einfach Warlock in neuer Version. Also, jetzt ist aber gut. Das ist unfair. Warlock ist ein Scheiß gegen mich. So. Na, schade. Vor kurzem hat er noch geklappt. ja, ist eine Uni. Uni? EMF5, Uni. Ja, Gefühltemperatur. Moment, was hat denn, ach, ja, ich hab, Uni, warte, Fingerabdrücke. Uni. Das ist ein Uni. So. Habt das noch ein Ino. Ach Gott. Ich hab. Was war das gerade? Kennst du schon den Trick mit? Ach nee, okay, jetzt kannst du mir zeigen. Alter, was war das gerade? Richtig weird. Shit. Ein Uni. Also, ein Röntchen könnte ich noch. Wenn ihr noch dabei seid für ein Röntchen. Kannst du noch? Level 400! Level 400! Geil! Gibt's ein neues Haus? Hier, ich... Nee, noch nicht. Leider. Noch gibt's keine neuen. Schade. Es sei denn, du kennst das Kleine, noch nicht das ganz Kleine. Da waren so wir eine vor uns. Mine wäre ganz nice. Nicht. Machen wir das hier. Das ist doch das Neueste, oder? Kam das nicht nach dem Prison? Das ganz Neue, das ist das kleine Haus. Ich finde das ziemlich cool, weil es so viele Glastüren hat. Und weil es generischen Verstecke gibt. So riecht. Alter, Sunny. Du kannst dich hinter den Glastüren verstecken. Sunny, bei dir ist jetzt der Dämon, ne? Sunny bellt den gerade an. Ja, ja. Das ist der Dämon, den ich gerade aus der Schule ausgetrieben habe. Alter, ich... Ganz ehrlich, ich würde bei dir ans Fenster so ein Wallach-Bild machen. Wenn du dich irgendwann umdrehst, siehst du das draußen am Felber. Alter. Irgendwann. Dem EMF-Gerät, dem weißen. Das liegt hier hinten und ist aus. Das bleibt doch aus. Machst du es mal anmachen? Ich mach das nicht anmachen. Also wenn das ausschlägt auf 5, drehe ich frei. Nicht? Ach so, das ist von Tani. Ich hab hinten echtes Ding, ja.
Das macht's nicht besser. Also geil wäre, wenn das Teil einen WLAN-Anschluss hätte und blub das jetzt so Alter. Das habt ihr einmal in Phasmostream das hättest du mir das nicht vor einem halben Jahr sagen können. Also beim Halloween-Stream mache ich mir das hier an den Stuhl ran. Ihr könnt das sehen, das wird die ganze Zeit an sein. Ist das richtig? In einem Stream ist das ja alles ausschlägt, Alter, ich stehe frei. War das dann Dings? Und du hast ja gesagt, du spielst Alien Isolation. Ich wollte das nochmal festhalten. Ich konnte ihn gerade nicht hören, das war leider abgebrochen. Ich konnte dich gerade akustisch nicht verstehen, es war leider, es tut mir echt leid, ne? Das ist, ganz ich möchte nochmal sagen, ich habe gerade Soundprobleme, ist gerade ganz schlecht. Ganz schlecht. Wir schreiben das gleich auf Discord. Ich will nicht, das regt mich nicht an zu hoch. Geh in die Ecke, Alter, ich geh heulen. Will nicht. Das sieht sehr ungesund aus. Ich habe schon letzten Tage überlegt, ob ich Alien einfach mal installiere und einfach so zocke und guck, dass ich es hinkriege und so. Dass ich mir Mut anzocke sozusagen. Oh, ich habe ein richtig cooles neues Game für mich gefunden. Ich habe schon gar keinen Speicherplatz mehr auf Festplatte. Okay, was denn? Blackset heißt das. Das gefällt mir mega. Das klingt was nach Weltraum. Weltraum ist immer gut. Nee, das ist so ein Detektiv-Comic-Ding, was aus so einem Comic basiert, mit so Tiermenschen, so Katzen, Löwen und so ein Zeug. Klingt auch cool. So, auf geht's. Was ich mir vorhin angeguckt habe, sind Videos zu dem neuen Spiel von Ben Hall. Ich habe hier Stube, war hier gerade was, 9,1. Sag etwas, rede mit mir. Sag etwas. Sprich mit uns. Ich bin wieder oben. Sag etwas. Sprich mit mir, die eine Opfer hatte ich nur. Ich hab... Nö. Das ist jetzt nicht vorgeworfen, möchte ich mich gar nicht mehr äußern. Hier ist irgendwas. Du willst dich also nicht äußern. Das ist ein sehr hohes, sehr, sehr interessantes Zeichen dafür, dass du doch schuldig bist. Oh, 11. Hier oben ist 11. Hier, 3,5. Irgendwas war hier gerade. Auf den Treppen. Die Treppen waren gerade 11. Irgendwas. 7. Irgendwo. Rede mit mir. Sag etwas. Oh. Ja, Kruzifix. Hier. Ja, hier ist auch hier. Ich weiß wo. 3,5, hier. Er redet mit mir. Ja. Rede auch mit mir, ich bin auch cool. Friss Hallo? Ihn, friss Zocker. Hier in der Ecke. Ich hoffe, das Parabolmikrofon hat dir deinen Kopf. Ja, ich hab die Cam hingesetzt. Nee, das Radio war eben. Ich bin stuck. Karma. Alles Karma. Wenn wir noch eine zweite Kamera bräuchten, wir halt, ne? Eine zweite wäre noch gut. Ich hab mir beide Schlüssel gesnackt, da können wir das Auto der Besitzer verkaufen. Cool. Ja, ich habe jetzt dieses Dots-Ding und noch eine Kamera. Ja, ich hab auch noch ein Dots-Ding und wie heißt's, ein Buch. La Book. Schreib ins Buch. Ja, in die Schreibung. Ich tu mal noch eine Kamera reinsetzen, oder? Haben wir noch eine drin? Wir haben noch eine drin. Ja, die ist direkt nebenan da. Die ins Bad, ja, die kannst du bitte mehr ins Bad gucken. Ich setz mal noch eine andere rein. Mal wieder. Bist du hier? Ja, hier. Nehmen Sage wir. Etwas. Hi. Hallo, ich red doch. Sprich mit mir. Rede ich dir nicht genug, oder wie? Sprich lauter. Schreie. So. Wie alt bist du? Rede mit mir. Wie viele Sag Abonnenten etwas. Hast du? Wo bist du? Ja, denn wenn er gestorben ist, gab's das noch nicht mehr. Ja, Papa. Mann. Wer ist schon runter? Wo bist du?
Darf ich auch ins Bett, wenn ich die ausziehe? Ja, aber nicht springen. Okay, warte, ich zieh sie aus. Hab aus. Yay! Schreib ins Buch. Ich seh dich. Papa, warum hast du Kameras in meinem Zimmer aufgestellt? Das ist eine sehr seltsame Frage, möchte ich dazu anmerken. War sicher, dass das hier ist? Warte mal, gegen die Tür. Das ist ein Hobby, Kameras auf Toiletten und in Schlafzimmer zu... Dots. Ist gerade... Also ist auch auf dem Bett rumgesprungen. Box. Er hat mit der Box mit mir geredet. Dots und Box, okay. Also Dots und Box. Wir können noch EMF für gespenden. Fingerabdrücke. Ich schau mal Salz rein. EMF2. Okay, das macht es jetzt nicht besser. Alter. Okay. Ich will noch mehr Salz reinschmeißen. Fingerabdrücke am Fenster. Ist ein Phantom. Das ging fix. Ja. Kann man noch als der Zusatz. Ist noch nicht durch Salz gelaufen. Ich mach grad noch Foto. Was haben wir denn alles für Punkte? Hab schon ein Foto gemacht vom Fingerabdruck. Also. Salz habe ich nur hochgeschmissen, aber läuft nicht durch. Wir haben. Das ist ja die Frage, er läuft ja nicht durch Salz, ne? Das Zimmer ist vermint. Vermint? Ja, das knallt gleich ordentlich, das sag ich dir. War sowas von. Aber, also, was ich mich frage, diese Gestalt, die da immer durch die Dots, ist das auch wirklich der Geist oder ist das nur, der Geist ist irgendwo anders und man bekommt hier halt so den... Nee, also, ist das ist wirklich der Geist. Gerade? Ja, ich glaube, weil vor uns haben wir das Kind doch auch gesehen in Prison, was sich auch richtig bewegt hat, so was aufstand und wieder hingekrabbelt ist. Ich denke schon, dass es das ist. Mhm. Das heißt, der Geist ist, wenn er nicht jagt, übel schnell, oder wie? Ja. Weil das ist ja quasi schon, also das ist ja schon Captain Picard Enterprise-Style. Wow, richtiger Porsche, ey. Was war das? Was war was? Achso, ihr macht es gerade an und aus da. Ich hab nichts gemacht. Hä? Ja, Nachtsicht, nicht Nachtsicht. Nachtsicht. Wir haben eine neue Webcam. Wieso ist die nicht an? Vielleicht haben die das die Geschwindigkeit in den Dots gemacht, damit man da auch aufmerksam sein muss. Am Anfang waren die echt kaum zu sehen. Am Release-Tag.
So sieht das wenn er, wenn er da aus. Jetzt langsam durchschleicht, dann hast du halt vielleicht ja. zu lang Zeit. Okay, er ist ins Salz reingelatscht. Er ist reingelatscht. Ja gut. Ja, können wir uns jetzt allerhöchstens noch wollen wir fertig das? Machen lassen von ihm. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wollen wir alle reingehen und warten? Aber wir gehen. Ja, aber das geht langsam im Moment. Hm. Wir können es auch beenden, wenn wir haben ihn. Ja. Sind alle eingetragen? Ja. Ja. Phantom war es, oder? Yep. Phantom, ja. Okay. Wolltest du nicht gerade irgendeinen Trick zeigen? Geht nicht, wir haben ja kein Buch. Oder kennt ihr den Trick schon? Nö. Nee. Du kannst selber in das Buch schreiben und dann fliegt das so magisch. Was? Außerdem haben wir es gefixt. Ich gehe ein Buch holen. Du musst ein Buch holen. Warte, ich hole ein Buch. Das ist eigentlich ein Bug, aber es geht. Ich hole das Buch. Außer er hat es jetzt heute gefixt mit dem Update. Ich habe ein Buch. So, wie schreibt man da jetzt selber rein? Ich weiß nicht, ob das im LKW geht. Also. Du platzierst es halt und machst dann irgendwie Linksklick oder so oder hältst Linksklick gedrückt und dann schreibst du und das fängt an zu fliegen. Aber kann sein, dass er das gefixt hat heute. Ja, warte mal, vielleicht draußen? Nö. Vielleicht im Gebäude? Oh, hat das gefixt. Als Geist? Nein! Oh, scheiße. Oder war es Rechtsklick oder mittlere? Also, ich weiß nicht mal, ob es linke Maustaste war. Ich meine aber. Nee, es gibt nichts von beiden. Damit konntest halt, du konntest halt auch, wenn der Geist da reinschreibt, das dann quasi wieder löschen, also das Buch wieder leer. Damit kannst du andere Folgen trollen. Okay. Das schon. Aber das hat er dann wohl gefixt, oder wie? Scheint so. Es geht jedenfalls nicht, kann ich das sagen. Das sah eigentlich nicht. Ja, geht nicht. Also, einsteigen, wir fahren. Alle einsteigen. Der Zug nach Hogwarts fällt gleich los. Lief doch super. Also prinzipiell. Ja. Asylum. Easy. Also Asylum war ja easy. Also. Wir haben. Das Parabolmikrofon ist halt echt so gut geworden, muss ich sagen. Also das ist halt echt gut, dass wir haben noch das Anfängerhaus. Wollen wir noch eine ganz schnelle Runde machen? Eine ganz schnelle? Ja, okay, machen wir noch eine schnelle. Ich sponsor nochmal alles. Das ist Anfänger. Ich muss sagen, hat doch alles überraschend gut funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie schlecht das jetzt wirklich. Okay. Boop. Cam. Obwohl, das ist halt. Ja, doch, ich will mit ihm reden, das ist ganz cool. So. Let's go. Ein kleiner, schneller Geist. Rede mit uns. Direkt die Schublade aufgemacht, als wir reingekommen sind. Oder ich habe die erwischt, aber das glaube ich nicht. Rede mit mir. Wo bist du? Bist du hier? Sag etwas. Gib uns ein Zeichen. Das war ich. War ich. Wo bist du? Ich habe hier eine Küche, 3,5. Gib uns ein Zeichen. Ich auch gerade, weil ich den Strom, glaube ich, angemacht hatte. Nee, ich habe immer noch 3,5 in der Küche. Ich habe hier in der Garage auch 3,5. Knochen in der Küche. 3,5. Ich mache mal Türen wieder zu. Ne, also hier, ich glaube Küche, immer 3,5 Küche. Ja, könnte sein. Gib uns ein Zeichen. Ich tu mal eine Obkamera hier hinsetzen. Obkamera Richtung Küche. Mach mal bitte eine Tür auf. Hm.
dachte, hier draußen steht einer, ist der Briefkasten. Ich setze dann noch eine Obcam rein, in die andere Richtung, von Küche und Esszimmer. Steht. Hallo. Wie sie alle freuen, wenn wir das Reacher-Brett gefunden haben. Okay. So gut. Foto. Wo bist du? Das ist Indies letztes Foto. Ja, wahrscheinlich. Wie alt bist du? Ernsthaft? Entschuldigung. Achso, Hat er dir schon geantwortet? Nee. Nicht geantwortet, aber auch nicht ausgemacht. Ich will mit der Box reingehen. Was? Was war los? Ja. Die stand direkt in der Eingangstür. Ja, okay. Die stand direkt. Wo? Du. Na, du hast gerade von uns gesehen. Was ist dein Lieblingsort? Wie lange bist du tot? Also, nee, er will nicht. Oder Esszimmer sehe ich jetzt keine Ort. Nein. Wie sehen die Sanity-Aussätze nach der Aktion? Ja, Indie ist nicht mehr so gut, aber... Warum wohl? Einmal pillen, dann läuft das wieder. Ich guck mal, ob er mit mir reden will. Ja. Das war doch so. Bist du hier? Rede mit mir. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Er ist hier, er hat mit mir geredet, in der Küche. Was? Er hat hier gerade mit mir geredet. Hier ist 14 Grad, 15 Grad. Warte mal. Wie alt bist du? Ja. Okay, ja, er ist hier, definitiv Küche. Oh, what the fuck? Küche. Habt ihr schon Dots platziert? Nee, noch nicht. Nee, jetzt hatte ich 8. Jetzt ist es wieder 15. Alter, was ist das hier? Hallo. Ich will Zeug. Mann. Hä? Ja, das muss ich noch besser hinkriegen. Ach, du schaffst was? Das nicht, Zeug. Das kannst du, das ist vorbei. Ach, komm. Ich platziere mal die Dots. Ich gehe Dots platzieren. Na, er hat's ausgemacht. Dann machen wir nochmal. Wo bist du? Ach, geht doch. Yo, und er ist direkt durchgesteppt. Er ist nach hinten in der Garage. Hast du gehört? Haben wir Dots? Oh, wartet mal. Essen ist da. Ne, der ist in der Garage, hat er gesagt, ne? Hast du mit ihm gesprochen? Witchfred? Mhm. Ja. Okay. Garage, weil ich hab den jetzt in den Dotzen, in der Küche gesehen. Das Ouija-Brett sagt ja nur, wo er gerade ist, also es... Dann war es vielleicht gerade nur in der Garage. Also die Dots haben wir, oder was? Sagt er nicht immer sein Lieblingsort? Nee, nicht mehr. Das hat er abgeändert. Also Dots haben wir, oder? Okay. Dots ist proof. Haben wir Dots? Haben wir das gesehen? Mhm. Ja. Ja, doch. Es war gerade auch wieder da. Noch irgendwas oder nur Dots? Nur Dots, oder? Geisterdots, oder? Geisterobst?
Nee, ach, Box, ja, Box. Box, hat er nicht, ja, ja, hat er nicht mit dir gesprochen? Ja, stimmt, wir vergessen. Box, ja, klar. Zock, du hast 5%, nimm bitte Sanity. Ah, das benötigte, die benötigte Sprach-Sanity. Ja, 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 ja. Fingerabdrücke, Orb oder. Ich guck nach Fingerabdrücken. Mit der Kamera dabei, ja. Mit der Kapsel doch gehen. EMF hab ich nicht mit. Oh, wo blick ich da nur an? So, also Ops würde ich ausschließen, weil wir beide Seiten vom Raum. Haben Sie überhaupt nicht mit Abweg gemacht? Scammt haben. Auch nichts. Doch, warte mal, oder? Fingerabdrücke sehe ich keine. Das warst du, das hast du nicht gelaufen. Hä? Hab mich sogar erschreckt, ohne was zu tun. Ja. GZ. Mal fragen, wer dein nächstes Opfer ist. Wie alt bist du? Zu alt? Hat ausgemacht. Ich wollte es auch mal probieren. Nein, ich wollte es auch mal probieren, hat ausgemacht. Gemeinheit. Der mobbt mich voll. Ich glaube, die mag mich nicht mehr. Ja, gut, ne? Also eigentlich EMF würde ich jetzt vermuten, oder? Würde ich würde halt noch weiter kontrollieren, aber jetzt ist Zocker wieder fast bei Null. Ja, gut. Einmal Sanity haben wir noch. Ich würde vielleicht noch eine Cam in der Garage, weil er hat ja einmal gesagt, dass er in der Garage war. Vielleicht. Dann hau ich mal eine Cam in die Garage. Ich schmeiß mal eine rein. Wir gehen nochmal EMF checken. Zocker, kannst du mal einen Pillen nehmen? Oh ja. Oh, da läuft sie auf mich zu. Die ist in der Garage. Okay, ich guck mal durch die Cam. Die war in der Garage. Ja. Das sagt man jetzt auch. Das wird ja übrigens auch. Hm? Ja. Ja, dass sie in der Garage ist. Hm. Ja, Garage, ups. Das ist die Garage. Okay. Das war's alles, ne? Ja, ein Yokai. Ist ein Yokai. Stimmen dann die Dots in der Küche trotzdem? Ich denke schon, er ist durchgelaufen einfach. Er ist hinterm Auto gestorben. Oder neben dem Auto rechts. Oder im Auto? Im Auto. Ich glaube, der hat versucht, das Auto zu heben. Hat er das dann wieder abgeendet? Nee, oder? Sagt das Ouija-Board jetzt doch wieder an, was der Raum ist? Ja, was? Zufall. Ich glaube, es war Zufall. Na gut, hat das alle eingetragen? Aber es war ein sehr guter Zufall. Ja. Ja. Yokai, ne? Yokai. Yep. Yay. Aber es lief sehr gut. Sehr gut. Voll gute Runden. Mega. Okay. Easy. Welcome back. I prepared some jobs for you.
Ja, war sehr geil. Auf jeden Fall. Also